Jahn Regensburg, Dynamo Dresden 0:2, 0:1. Dynamo Dresden hat beim 2:0 in Regensburg dem neuen Trainer Mike Walpurgis gleich den ersten Auswärtssieg beschert. Die Tore fielen jeweils, als der Gegner am Drücker war. Regensburg begann die Partie am Freitag, 14. September 2018, aggressiv und schoss häufiger aufs Tor als die Gäste. Doch der erste Treffer gelang Dresden. Die Sachsen eroberten einen Ball im Mittelfeld und schalteten schnell um. Von in diesem Moment überforderten Abwehr der Regensburger profitierte Ayasa Osman, 22. Minute, und traf. Das Gegentor zog den Regensburgern bis zur Pause den Stecker. Vom Jahn kam so gut wie nichts mehr. Dafür verdienten sich nun die Dresdner die Führung quasi nachträglich. Erst kurz vor dem Pausenpfiff kam Regensburg wieder zu Möglichkeiten. Auch nach dem Seitenwechsel traf Dresden zum richtigen Zeitpunkt, nämlich als Regensburg auf den Ausgleich drängte. Dario Dumic setzte nach einem Freistoß 52. nach und erhöhte. Regensburg musste nun aufmachen, kam auch zu ein paar Gelegenheiten, ermöglichte Dynamo aber auch etliche Konterchancen, die die Dresdner aber ebenfalls nicht nutzen konnten. Es fiel kein Tor mehr und die Gäste zogen in der Tabelle am Jahn vorbei. Wir sind sehr froh, dass wir 3 Punkte mitnehmen konnten, sagte Walpurgis. Das 2:0 hat uns in die Karten gespielt, weil wir uns dann auf eine gute Grundordnung konzentrieren konnten. Dynamo Dresden spielt schon am Dienstag, 18. September 2018, wieder. Die verlegte Partie vom 3. Spieltag gegen den Hamburger SV wird nachgeholt. Der Jahn hat Pause bis nächsten Sonntag, auch hier ist der HSV der Kontrahent. Penke, Salah, Sorensen, Föhrenbach, Nanjik 83. Stolze, Geipel, Leis 64. Niedfeld, George, Freis 46. Vrenesi, Grüttner, Adam, Jan M., Schubert, Dumic, Ma. Hartmann 77. Walquist, Hammerleinen, Kreuzer, Benatelli, Nicolau, Heise, Ebert, A. Osman 67. Berko, Kohn, 74. Duljevic, 0:1, A. Osman, 22. 0:2, Dumic, 52. Kohn, 1, Kreuzer, 1. Ebert, 3, Ma. Hartmann, 1, Geipel, 4, Stolze, 1, Stand, Freitag, 14. September 2018, 20:25, Red, Sit, DPA, Stand, 14. September 2018, 20:20, Sportschau.de, Fußball 2, Bundesliga-Darstellung.